In diesem Video zeige ich euch, wie ich Winterreifen auf mein Pedelec montiere und warum das auch im Flachland durchaus sinnvoll sein kann. Ja, hallo liebe Rad- und Pedelec-Freunde. Ich nutze mein S-Pedelec, das Stroma SC1X, regelmäßig, um damit zur Arbeit zu fahren. Jetzt im November liegen die Temperaturen morgens gerne mal schon um den Gefrierpunkt. Es ist halt kalt, nass und auch öfter mal nebelig. Beim Auto ist es ja praktisch schon selbstverständlich. Man montiert im Herbst Winterreifen oder ist sowieso auf Ganzjahresreifen unterwegs. Beim Fahrrad habe ich bisher nie die Notwendigkeit erkannt. Ich dachte mir hier im Münsterland, Schnee ist eher die Seltenheit. Fährst du halt ein bisschen vorsichtiger und dann ist gut. Vor einigen Tagen habe ich dann schlagartig meine Meinung geändert. Grund dafür ist mein Knie. Das habe ich hier hinter dem Pflaster versteckt. Ich bin morgens auf nasskalter Fahrbahn weggerutscht, habe mir ein bisschen wehgetan. Zum Glück ist nichts Ernstes passiert, die Knochen sind heil geblieben. Ich habe mich jetzt ein bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigt und festgestellt, dass es für normale Fahrräder zwar mittlerweile einen Hersteller mit Ganzjahresreifen gibt, für S-Pedelecs aber leider noch nicht, sodass ich mich jetzt entschlossen habe, Winterreifen zu montieren. Zum Einsatz kommt bei mir jetzt der Continental Top Contact Winter 2 Premium. Dieser Reifen besteht aus einer Gummimischung, die bei Kälte mehr Grip hat. Auf der Verpackung steht temperaturstabil bis minus 25 Grad, das sollte im Münsterland ausreichen. Er hat auch eine größere Auflegefläche auf der Fahrbahn und dieses für Winterreifen typische sogenannte Diamantprofil. Der Reifen muss auch speziell für schnelle Elektroräder zugelassen sein, das sieht man dann hier an diesem Zeichen. Ich möchte an dieser Stelle keine Werbung für spezielle Reifen machen. Ich habe mir die Reifen selber gekauft. Die beiden kosten zusammen knapp 90 Euro. Es gibt auch andere namhafte Hersteller mit guten Bewertungen bei Winterreifen. Ich habe mich halt für die Markenqualität aus Niedersachsen entschieden und werde das in diesem Winter halt mal ausprobieren. Um die Räder auszubauen, habe ich das Pedelec umgedreht. Ich nehme immer zwei alte Turnschuhe, um die Griffe zu schützen. Das funktioniert ganz gut. Da ich jetzt die elektrische Verbindung zum Motor am Hinterrad trenne, habe ich vorher den Akku rausgenommen. Für die Montage brauche ich nur wenige Werkzeuge. Einen Drehmomentschlüssel, zwei Reifenheber und eine Luftpumpe. Beim Stromer muss ich nur die eine Schraube lösen und kann dann das ganze Hinterrad rausnehmen. Ich entferne jetzt vorsichtig den Sommerreifen. Wichtig ist es bei der Montage der Winterreifen auf die Laufrichtung zu achten, sonst wird das nichts mit der verbesserten Haftung auf der Straße. Bei der Montage drücke ich zuerst die eine Seite ins Felgenbett und dann den Schlauch durch das Ventilloch. Um ihn besser einlegen zu können, pumpe ich ihn noch ganz leicht auf. Jetzt drücke ich die andere Reifenseite ins Felgenbett, aufpumpen und wieder am Pedelec montieren. 3 bis 4 bar sind als Druck angegeben auf der Verpackung für den Reifen. Ich fahre den mit 3 bar, das ist ein bisschen komfortabler. Das habe ich sonst in Sommerreifen auch immer schon gemacht. Dann hüpft das Rad nicht so. Jetzt muss ich noch kurz die Scheibenbremse justieren. Dafür löse ich die beiden Schrauben, halte die Bremse gezogen, während ich die Schrauben wieder anziehe. So läuft die Bremsscheibe wieder gerade durch die Bremse. Beim Vorderrad mache ich das jetzt genauso. Das Ganze hat jetzt gut 20 Minuten gedauert, ist also ein überschaubarer Aufwand, wenn man das selber machen möchte und bringt mir jetzt auf jeden Fall mehr Sicherheit und ein gutes Gefühl, wie die nächsten Monate mit diesem Rad hier bei diesen nasskalten Temperaturen unterwegs zu sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da und wenn ihr auch nicht habt, abonniert bitte meinen Kanal. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, kommt gut durch den Winter. Euer Spobo.